So, hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Let's Play Kinetic Cypher. 10 Uhr Fuß. Zweite Folge heute. Warum es so früh aufnehmen? Weil ich um 7:30 aufstehen musste für den Friseurtermin um 8:30. Deswegen bin ich halt schon, jetzt schon so früh auf und dachte mir, kannst du gleich auch noch aufnehmen und habt ihr jetzt schon Erfolg aufgenommen, folgt wieder mit Exposition, Exposition, Exposition und bitte, wo ist denn der scheiß Köter, wollte ich schon sagen, scheiß Katze, da ist die scheiß Katze, also Katze, bleib stehen, auch Katze, danke, ja, ich weiß, das ist ein Nö, mir egal. Karen, is it time to leave yet? Yeah, are you ready? Also, we're saying. I will follow you anywhere, great adventurer. Ja, gut. Das habe ich natürlich keinen Heiler mehr, ne? Das ist natürlich eine unheimlich gute Sache, dass ich keinen Heiler mehr habe. Nur noch ein der Small Amount of Geil. Oh, das ist eine unheimlich gute Idee. Spiel, Entwickler, wie auch immer, einen den Heiler wegzunehmen, das ist so unheimlich intelligent. So, ich soll jetzt nach, habe ich schon nicht vergessen, irgendeine Stadt. Ich greife mal in die Städte rein und guck mal, was jetzt so auf uns zukommt. Scheiß drauf. Besser schafft der Quarry, deine Mutter ist ein Quarry oder so, keine Ahnung. Wiechen gehe ich jetzt noch aus dem Weg. Niaum. Nein, 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 Entschuldigung. Muss ich aufhören, eigentlich immer rübsen. Das ist doch unheimlich bescheuert. So, tschüss. Blöde Geister. Niaum. Niaum. Egal. Nehmen wir die PIB halt noch mit. Tschüss. So. Irgendwas habe ich so quiet, das ist mir gerade egal. Miau. So. Miau. Random Encounter des Todes. Ich dachte wieder, bin ich schnell bei den Viechern, wenn ich einfach hinterher war. Ja, warte mal. Achanit? Muss ich gerade an Marva denken. Die Achanit mit Ausrufezeichen. Ein Block muss ich ja nicht so unten dafür. Stimmt, das war halt die komische Wasserstadt da, ne? Voll vergessen. So, das heißt, wir müssen jetzt, glaube ich, irgendwo, wo war das nochmal? Irgendwo in der Mitte, ne, glaube ich. Der komische Stein da. Genau der hier. Lexicon Rock. Ja. Hey, wait a minute. It looks like there is a panel here that lies away. There's a cipher lock control panel back here. Geht doch. So. Ne, das Ganze. Wo runter? Alter, was? Das geht aber tief runter. Warum ist. Was? Warum sind die Gegner? Ich hab tot. Das sind aber ganz schön viele. Ja gut, ne? Also das, 150 HP, Alter. Das ist für normale Gegner, Alter. Krass. Krass, 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 krass. Was zum Fick? Piskes. Das sieht eher aus wie irgendwie irgendein komischer
Kultist oder so. Das war nett genug. Irgendwie so ein komischer Kultist und ich wie ein, keine Ahnung, Sludge Spawn. Okay, das sind die ganz komischen Gegner. 300 AP, Alter. Am besten geben die auch mal ordentlich EP. Okay, Junior Packer bei Level Up. Das ist der auch Level 19. Okay, hier jetzt noch weiter. Hallo, komm her. Ich glaube, der sollte einen theoretisch einen immer erwischen, aber dadurch, dass ich so schnell bin durch den komischen Bug da, den ich hatte. Ich meine, will mich nicht besperren, da bin ich mindestens fix unterwegs. Okay, hier geht's. Was ist denn da oben? Ist da oben irgendwas? Ja, da. Komm mal her. Nehmen wir jetzt nochmal die EP-chen mit, die rumlaufen. Die EP hier rumlaufen. Tschüss. Hier ist noch eine Truhe, kommt bestimmt. Ja, genau. Kommt so. Oh, First Strike. Kommt ein 4 raus. Und bei EP. Das sind alles Lufia-Gegner, glaube ich sogar. Muss ich auch noch mal nachholen, Lufia. Oh, Level 19 das. Hab ich auch noch nicht gespielt, Lufia. Ja, irgendwann mal, wenn ich mal die Zeit dafür hatte. Revival Token, ja wow, super. Das hat sich so überhaupt fast gar nicht gelohnt. Na gut, Revival Token ist teuer, ja, aber ich hätte mir eher einen Ausrüstungsgegenstand oder sowas gewünscht. Für den Weg. Und für die Kämpfe. Na gut. Warum lebt der Typ in einem Dungeon mit Monstern? Was macht das überhaupt für einen Sinn, dass der da lebt? Läuft er da jedes Mal durch und schneidet erstmal sich durch 50 Millionen Monster oder was? Das ist irgendwie total unlogisch, finde ich. Hallo? Was? Hä? Was? Was? Wie? Was? Was? Was, 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 das sind jetzt aber nicht die Viecher gewesen. Ich glaube, ich habe gerade. Geil. Ich habe das Viech. Ich hätte es wieder oben festgepackt. Das ist natürlich super. Das ist immer wieder. Der hatte gerade kein Kampf-Event, aus irgendwelchen Gründen. Ich glaube, er hat immer vergessen, ein Event einzustellen. Gefühlt. Bone Surf. Was ist ein Bone Surf? Cyphers can drink distress the defense. Ah. gut, wir haben gerade nur. Dingens. Karen. Denke, dass du das. Nochmal richtig schön. Defense geboostet. Nice. So. Der hat auf einmal ein Event wieder. Das ist, naja, gut. Was soll's. Das ist echt teilweise sehr. Naja. Seltsam. Gut, ich meine. Spiel von 2001 oder so. Es ist jetzt nicht so schlimm, dass Bar Mini-Bugs hat. Das ist jetzt nicht die Welt. Der eine Gegner, der nicht funktioniert. Also. Tschüss. Sind zwar dann 200 EP oder so, die mit Flöten gehen, aber so. Warum bist du? Du bist ein funktionierender Gegner. Ich bin übrigens, ja, ich bin übrigens gerade im Testmodus, also ich wundere, warum ich da jetzt hinlaufen konnte. Aber so Spiele starte ich ja meistens per Testmodus. Astral Level 21, nice. Also 281 AP. Ich glaube, der könnte
Der könnte, ich glaube, der könnte unser. Nee, Nero ist zwar. Ja, nee, Nero ist der Tank, nicht Azrael. So, was. Oh, ach, hier geht's ja weiter. Stature of King Nugolek. Turn the Statue to left. Ich will die gar nicht turnen. Ich will die eigentlich gar nicht turnen. So, danke. Ich will erstmal hier langlaufen, gucken, was überhaupt ist. Und dann will ich irgendwas hier rumdrehen. Ja, ist gut. Tschüss. 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 Oh. Ganz schön viele Viecher haben ganz schön viel HP und gegen relativ wenig IP. Stature of Count. Hotzlieren. The Stature does not can be turned any further in that direction. Aha. Jetzt will ich erstmal alle Gegner erledigen, bevor die mir hier beim Rätsel irgendwelche Probleme machen. Ich brauche sowieso irgendwelche Hinweise, das heißt, muss ich hier rumraten und auch habe ich gesagt, ich brauche keinen Bock. So, tschüss. No, Level 25. Jetzt kriegt man mehr HP, Alter. Das ist er übrigens auf Karen auf dem halben Max-Level so langsam. Hm. Naja, mal gucken. Wir können auch irgendwelche Hinweise finden. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. So. Tschüss. Das ist einfach nur eine Sackgasse. Das ist super mit ein paar Piskes. Tschüss, tschüss, tschüss. So. So irgendwie ist der Dungeon bisher, weiß nicht. Ja. Dass ich jetzt nochmal extra einen Dungeon reinquetschen muss hier. Vorm Ende. Ich schätze mal, das wird das Ende wahrscheinlich sein. Hm. Ja. Gegner. Tschüss, Gegner. Karl Level 27. Langsam steigen wir auf wieder. Juniper hat mir noch zu wenig. Ah, die Level hat nur noch 4 EP. Robert auf. Prinz Ozima. Was? Der Session refuses to move. Duke Nogunrock. Ich habe jetzt bloß absolut keine Ahnung, wo ich jetzt. Muss ich das Rätsel lösen oder ist das optional? Ich glaube, das ist optional. Ich habe nicht ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock drauf. Weil ich habe mir auch keine Hinweise, wie ich irgendwas drehen soll. Und da vielleicht hätten wir den Hinweis ja noch, wenn wir Glück haben. Juniper Level 20, nice. Menü, 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 danke, Menü. So, Heilen. Und du kommst ja. Gleich noch wie durch. Wir haben schon 8 Stunden in dem Spiel zusammen, also so lang, so kurz ist das gar nicht. Ich habe jetzt auch keinen Bock auf die normalen Gegner. Da irgendwas groß noch zu machen. Die normal zu besiegen oder so. Meine Items zu schade, dass ich auch keinen Heiler mehr habe, was ich sehr beschissen finde. Immer noch irgendwie so. Stature of Prinz Bauern Nockercock. Also wirklich Nockercock. Aha. Okay. Ja, ich habe absolut keine Ahnung. Muss ich das jetzt ernsthaft lösen, weil das auch, Leute, nicht euer Ernst. Muss ich das jetzt ernsthaft lösen, weil das, da kommt man mich doch verarschen. Surprise, ja, deine Mutter ist Surprise. Ich
Ich bin echt sicher vorbereitet, scheiß drauf. Wow, die macht noch nicht mal Schaden, die Viecher. Die haben letztlich gerade keinen Schaden gemacht. Weil dieser Soundeffekt mit dem Treffen dann, dass der Doc steht, der ist nicht ausgewichen. Der hat einfach nur keinen Schaden bekommen. Weil es einfach ziemlich Schaden war. Weil der Schaden auf Null geworden ist. Also irgendwie ist das gerade ungünstig. Yeah. Schlaffi. Können die vielleicht irgendwas? Wow. Nee, du heißt dich mal gleich mal damit jetzt. So, tschüss. Die machen gleich mal irgendwie Schaden, die Viecher. Ja, komm. Du kannst mich jetzt von hinten angreifst. Ist sicher. Tschüss. Ja, geht's auch noch unten weiter, stimmt. Das wollte ich jetzt nicht umgucken. Geil. Das war der Buggy-Gegner, der kein Dings hat, kein Caspian Strap. Was? Wir sind schon da? Okay. Ja, gut, ne? Das ging schnell, gefühlt. Okay, ich würde mal sagen, ich mache hier mal einen Cut. Ich kann noch gar nicht speichern. kann nicht speichern, ist doof. Ah, komm, ich mache die Sequenz gleich noch oder Bosskampf, wo was das kommt. Und dann Caspian Lunia. Warum ist das Abraxas? Also nicht Abraxas, aber halt, ne? Vampir oder so. Sir Caspian, my name is Karen Garnet. I need to speak to you. Visitors? If you are seeking Caspian Lunia, you have found him. State your business. Well, Sir Caspian, like I said, my name is Karen. I am a student of Celino Del Mar. Did you say Celino Del Mar? Yes. He says you and he are old friends. Be careful, child, how you throw words around like that. Celino is a lot of things, but friend he is not. Was? Nevertheless, sir, we require your help. My help? Child, I hung my whip up long ago. Perhaps... Perhaps before you even had teeth in your skull. I haven't felt the voice of the growl in my mind for many, many years. How could I possibly help you? Celino says you are a master at weaving crystal paths through the Quarry realm. We need you to help us secure a route to Gendry. Gendry. I cannot do this thing that you ask. I serve only King Darren. Now that he is dead, I have no master. Sir, we don't have much time. Darren's granddaughter Naomi is under attack by the Tavaril. Without your help... The Tavaril? Sir? So the Tavaril have finally come out of their hibernation. Excellent. You may have another war yet, child. Not if you can help it. If you can foil the Tavaril's plans before they come to fruition, war can be avoided. Avoid? Why do you seek to avoid that which you were designed for? We ciphers are merely weapons. We train ourselves for ages so that we can be led to slaughter. You and I, Karen, are weapons. Nothing more. In these times of peace, we are useless. What? You mean to tell me that you actually long for war? For bloodshed? So, an innocent cipher. I must admit, Karen, that amuses me. I have the blood of many innocents on my hands, but none of it is from a cipher. I never thought there existed such a thing.
Who have you brought here with you, Karl? These are my companions. Nero, Fane, Juniper, Redmond, and Asriel the Lion. Nero is another student of Zenos, but he has never accepted the path of the Cypher. Yeah, too much stuttering for my taste. I prefer action to stillness any day. You keep strange company, Karl. I should think Zeno would have sent a group of his finest ciphers to me if the situation were indeed as dire as you claim it to be. This situation doesn't only affect Zeno and the guild. It could potentially harm the entire country of the Keel. Are you loyal to Albrecht then, or loyal to Zeno, or loyal only to your country? There is truth to all three of those. Well then, the ciphers are born for battle. We follow our orders to the brink of suicide. We thrive on the fallen blood of others. Once you become a strong enough cipher, you cease to be human. Did you know that, Karen? I don't know what you are talking about. I'm told I'm one of the most talented students Lino ever had, and I'm as human as ever. Yes, but soon, Carmen, one day soon, you will cross over the line. You, too, will know what it is like to kill an innocent. At first, it will horrify you. You will cry, you will feel remorse and grief, and you will know nothing but pain. But you will learn to forget your emotions. You will learn to take that pain and grief and transform it into ever more psionic energy. At that point, the only thing that will matter is the thrill of battle. Then you will only feel sad after the battle is over and there are no more innocents left to do the war. Ich erinnere mich gerade ein bisschen an Portal und Gladys und dass er immer weiter testen will und so weiter. Stop it, you sick bastard! We only came here to ask for your help, not to hear about your sadistic hobbies. My, but aren't you a pretty little thing? My side isn't what it used to be. I didn't notice how lovely you were from a distance. Careful, buddy. She is jailbait. Also mein jailbait ist. Was ist das für ein Wort? Das kenne ich nicht. Jailbait. Knastköder. Kann eine jugendliche Person, die älter aussieht, als sie tatsächlich ist. Also, hier steht, okay. Verstehe. You mistake my compliments for lust. Forgive me. I do not sense a psionic aura around you, my dear. You are under cipher? Juniper isn't. Silence there. I allow the girl to speak for herself. No, I'm not a cipher. I'm Juniper Redmond, daughter of Oxbird the Great. Your tongue is as sharp as your blade, my dear, and at such a young age. Tell me, why do you associate yourself with Karen? Karen is not like you, she is. She's a kind, good-hearted person. Until I met Karen, I thought all ciphers were evil, destructive villains, but they are not. Yes, it is true that many ciphers these days are merely shadows of the glorious warriors we once were, but that will soon change. Yes, soon the tides of war will again rise, and we will be once again called to battle. When that time comes, Juniper, will you be able to fight along with the Karen as she is ordered to burn villages and harm innocent people? I can see it in your eyes. You have lost much at the hands of a cipher. I wonder, your home? Family, perhaps? You may as well tell me, Juniper. If you give in to your fear now, you'll have won his stupid little game.
She's right, Juniper. This is nothing but a game to me. You are all merry insects, my playthings. But still, I would like an answer. When I was a young girl, my mother was... Yes, gone. She was killed when my father's merchant vessel was attacked by cyphers. Is this true? The great Oxford, bane of the high seas, driven to his life of piracy for the loss of a woman? How utterly delicious. Stop it. What are you laughing at? And the great Oxford himself. How does he fare these days? He too was killed by Cypher. No, no, Juniper, he wasn't. He was killed by the Tavariel. Caspian, I know what you are trying to do. You are testing my loyalty to Sleno. I know that if I buy into your jargon, you won't help us. Juniper's not the only person who has been hurt by the Tavariel. They have destroyed a small logging village in eastern Tequil, and they are manipulating King Albrecht through his daughter Naomi. Not only that, but they may have a hold of my friend Aaron as well. I know you stand to lose much if I help us. Asking you to reopen your mind is dangerous to us as well as you. Sileno, you old fool. You need me to build you a crystal path so you can reach Henry? We believe that's where the Tavariel are basing their operations. Same time ago, I did build a path that led to Genry. A small strike force of cyphers was sent through it. Their mission? Destroy a small farming village where an influential paladin has temporarily stationed his troops. It was the only unsuccessful attack made by a platoon of cyphers in the entire war. I have never heard of that. Of course you haven't. It was a major embarrassment. Darren wanted it covered up. He wanted it kept out of the history books. I never did destroy that path because I thought perhaps I would one day use it again. So, how do we get there? The path remains open right here, in the sigil on the floor. Stand in the center of the sigil and we'll be able to cross into the Kvarari realm very near the path of Genry. Caspian, thank you. Entschuldigung, ich würde gerne mal speichern, wenn es geht. Stand in the center of the sigil and you can cross into the Kvarari realm very near the path of Genry. Ja, ja, bla bla bla. Okay. Oh, ich kann speichern, danke. Ja, Harry. Can you hear me, Karen? Of course you can. You know you were right. I was testing you. Unfortunately, you failed my test. Caspian, you tricked us. I'm sorry, I had no choice. You walked right into the trap. We actually believed my story about the failed strike force. By believing that story, you admitted to yourself that cyphers can be defeated. By doing that, you have shown me that you doubt your own abilities. So you see, you obviously aren't the hero you think yourself to be. Caspian, stop this. I don't doubt myself. I'm perfectly capable of carrying out my mission. Really? Then prove it. Solve my maze and I lend you my help. No strings attached. But be careful, Karen. The laws of physics that you take for granted in your shattered little world do not apply where you are. What do you mean? Right now you are in a maze that contains artificial gravity. You will find that it is both a lie and your enemy in this place. Well, you'll see soon enough. I'd wish you good luck, but unfortunately luck will have nothing to do with whether or not you succeed. Caspian! Damn! Bin ich jetzt? Nein, okay, ich bin in der Gruppe unterwegs, gut. So, ich speichere es erstmal hier und mache erstmal hier einen Cut. Wir sehen uns dann das nächste Mal bei Let's Play. Keine Zeit, auf diesen Leute, auf Wiedersehen.